Alexei Wladimirovich Pichugin wurde am 25. Juli 1962 nahe Moskau in der Sowjetunion geboren. 1979 machte er seinen Schulabschluss und besuchte die oberste Führungsschule des Innenministeriums. 1983 schloss er sein Studium ab und wurde vom Innenministerium in eine andere Region geschickt. 1986 besuchte er die KGB-Schule, eine Ausbildungsstätte des russischen Geheimdienstes. Er arbeitete später im Ausschuss für Staatssicherheit. Von 1987 bis 1994 war er in der Verwaltung des KGB tätig. Er beendete seine Karriere im Staatsdienst und arbeitete für den Sicherheitsdienst einer Bank, wo er später sogar Manager wurde. Am 19. Juni 2003 wurde der Ehemann und dreifache Vater erstmals verhaftet und wegen zweier mutwilliger Morde im Jahr 1998 angeklagt. Dabei gab es nicht mal Leichen. Unabhängige europäische Gerichte stellten fest, dass die Handlungsfreiheit von Pichugins Anwalt durch die russischen Gerichte stark eingeschränkt wurde, was eine erfolgreiche Verteidigung fast unmöglich machte. Diese und weitere noch folgende Mordanklagen, insgesamt schreiben ihm russische Behörden 5 Morde zu, sind nach Prüfung des Europäischen Gerichtshofs unter zahlloser Verletzungen von Menschenrechten geführt worden. Beweismittel waren manipuliert, Zeugen vermutlich unter Druck gesetzt oder bestochen worden. Demnach sind die Verurteilungen im Grunde ungültig. Die russischen Gerichte lehnen es jedoch ab, sich an die Urteile des Europäischen Gerichtshofes zu halten. Während Pichugin als angeblicher Auftragsmörder in Russland eine lebenslange Haftstrafe verbüßt, sehen viele Menschenrechtsorganisationen Pichugin als politischen Gefangenen.